In der letzten Folge von Jade Cocoon haben wir mit einigen Leuten geredet. Lasst das mal auf euch wirken. Anyway, den Vogelmann vermöbelt und Geschichten gehört. Natürlich haben wir zwischendurch auch den Libellenwald durchquert und mit Monstern hantiert. Aber wie mag die Reise wohl weitergehen? Moinsen, mein Name ist Make Taroka und das ist Let's Play Jade Cocoon oder auch Jade Cocoon. Und wir gehen in den Spinnenwald. Wir nehmen den Spinnenschlüssel und rein da, keine Zeit verlieren. Oh, das ist ein Bob. Dum, dip. Dum, dum, dip. Oh ja, wie das hier schon aussieht. Also Party. Oh mein Gott, Drachen. Dragons. Komm her. Radgore. Radgore. Lumpy darf sich um den kümmern. Der ist Level 7. Also auch etwas größer als die Gegner, die wir vorher gesehen haben. Den werde ich sowas von fangen. Let's go. Bam. Wow. Das war ein wirklich guter Angriff. Bitte mach ihn nicht kaputt. Yes. Ich meine, ich hatte 49 Schaden gemacht, also musste er überleben, denke ich. Make. Guck mal, so einen Drachen hätte man eigentlich schon haben können. Nur, dass er einen anderen Namen gehabt hätte und allgemein irgendwie ein anderes Monster wäre. Fang es ein! Yes! Er ist drin! Im Ball! Im Kokon. Im Kokon. Das gibt richtig viel Erfahrung noch. Mein Gott. Kann ich mehr davon fangen? Ich möchte auf jeden Fall mehr davon fangen. Oh, die sind cool. Darf ich mein Monster heilen? Mein Monster ist nicht mal angeschlagen. Habe ich überhaupt Monster benutzt? Ja, Lumpi. Hier ist direkt. Ich habe in einem anderen Gebiet überhaupt nicht den zweiten Teleporter gefunden. Wo war der? War der hinter Kikinak noch? Kann ich da irgendwie hingehen nochmal und Oh! Die Mucke. Was denn hier ab? Buddy! Oh mein Gott, das ist übelst. Yo, da liegt ein Item. Oh Gott. Oh. Glänz! Oh. Ich Hunger! Hunger! Will Kickelbeere geben! Hab ich eine Kickelbeere? Die brauchte ich offenbar hierfür. Nach Yamu fragen. Ich mag, dass es Yami heißt. So wie Yami einfach so. Das hat sie halt auch ein bisschen so gesagt, so wie etwas essen. So. Yam, yam, yam. Ne? Yam, yam. Das heißt Yami. Okay, Was das? Was das? Wie ist das? Ich weiß nicht. Also ich habe nicht mehr, was ich dir geben kann. Tut mir leid. Kann ich das haben, bitte? Upsa. Ah, ich hab's schon wieder weggedrückt. Egal, das ist Wissen 5. Was ist denn Wissen 5?
Was kommt bei Wissen 5 raus? Das Versteinern verhärtet deinen Körper mit jeder Runde bis zum Tode. Angriff und Abwehr werden schwerer. Die ganzen Zusatzeffekte sind alle so scheiße in dem Spiel. Mein Gott. Kann man sich nicht vorstellen. Dün, 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 dün. Die Musik in dem Wald ist schon gewaltig viel besser. Die wird mit jedem Wald stärker einfach. Was soll das? Soundtrack ist schon hart. Noch ein Drache, nehme ich. Kann sich Lumpi wieder drum kümmern. Drachen fusionieren irgendwo rein ist natürlich auch eine ganz coole Sache. Da kann man noch richtig schöne Sachen bei rausbekommen. Es gibt übrigens in dem Spiel, ich weiß nicht, ob es am Anfang irgendwie aufgefallen ist, im Hauptmenü stand sowas ähnliches wie Kampfarena. Und man kann tatsächlich mit den Monstern quasi von zwei Memory Cards gegeneinander kämpfen. Das ist total cool. Irgendwie. Kann man sich einfach irgendwie drei Monster oder so aussuchen, dann kann man so gegeneinander kämpfen. Das ist total klasse. Aber auch wirklich nur mit den Monstern, ohne irgendwie ohne irgendwie noch den Kokonmeister dabei zu haben. Das wäre auch ein bisschen krass, wenn der jetzt auch noch dabei wäre. So, wir rufen uns zurück. Nein, wir schicken unser Monster zurück und ich habe jetzt nicht nach dem Nagi-Gürtel. Ich muss gleich mal dringend gucken, dass ich die Ausrüstung nochmal wechsle. Ich habe ja auch noch die bessere Waffe bekommen. Ich weiß ja gar nicht, was die macht. Zack. Auch meins. Das heißt, ich bin Level 9. Das dürfte ziemlich sicher bis Level 9 reichen. Große Walnuss, yes! Absolut fantastisch. Warum bin ich einfach wieder rausgegangen? Ich mache das so oft. Okay, nutzen. Wir haben noch ganz viele Öle und so, aber die möchte ich am Ende wirklich benutzen, wenn ich sicher bin, dass... Okay. 4, 5. Guck mal, das hat eigentlich fast nichts gemacht, aber das sind wenigstens 5 Leben mehr. So, schnelles Schwert gegen den Lebensräuber. Der macht mich langsamer, aber er ist wesentlich stärker. Und Magieangriff steigt, genau wie auch hier. Silberwässer habe ich neu gekauft. Der Nagi-Gürtel, der ist nicht mal gut. Die Silberkrone ist halt einfach wesentlich besser. Das heißt, Nagi-Gürtel ist zwar bestimmt schön. Das kann ich nicht öffnen, weil ich habe keinen Schlüssel dafür. Das heißt, ich muss erstmal komplett in die andere Richtung gehen, in die ich jetzt... noch gehen kann. Ein grüner Drache. Yes. Ist das Erde? Yes. Rudolge. Rudolf. Rudolge. Rudolge. Der grüne Drache. Man sieht den kaum. Das ist ein bisschen fürchterlich bei dieser schlechten Auflösung. Und bei diesem extrem... Fuck! Pixel-Modus. Vernichtet einfach. One-Hit, kritischer Treffer. Guter Likör. Ich hab dem erstmal den guten Schnaps. Erstmal den guten Schnaps abgenommen. Nee. Likör und Schnaps ist, glaube ich, was anderes, oder? Okay, was bist du denn? Du bist auch wieder irgend so ein Insekt. Rabäumel. Die Monster gehen aber wirklich in diesem pixeligen Hintergrund einfach komplett unter. Man sieht die einfach kaum. Bam. Oh Gott, der versteinert mich. Das ist tatsächlich ziemlich schlecht. Jetzt mache ich auch weniger Schaden. Jetzt müsste der es überleben. Nein, tut er nicht. Okay. Dann halt nicht. Hat er nicht gerade irgendwo sowas gestanden? Hat er nicht gerade irgendwie sowas gestanden wie der Angriff wird schwerer, wenn man... Vielleicht greife ich auch einfach nur nicht mehr so schnell an.
zum Glück geht der Versteinerungszustand oder generell alle Zustände nach dem Kampf wieder weg. Also man muss das, wenn überhaupt, nur im Kampf heilen. So. Wir machen einmal noch den Windangriff. Ich fange dieses Vieh. Aber ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass erstens mein Monster nicht versteinert wird. Verdammt. Achso, man trifft nicht mehr so gut. Das war das Problem. Bam. Also eine Ausrüstung gegen Versteinerung wäre ziemlich hilfreich, tatsächlich. Warte mal kurz. Wenn der jetzt dran war mit seinem Angriff, muss ich mal eben... So. Okay, der Controller geht noch. Ich war nicht zu lange weg. Der hatte immer so Probleme. Bam! Ich sollte langsam aber sicher mein Monster zurückrufen, weil es immer mehr zu Stein wird. Lumpy wäre dämlich, glaube ich, aber ich könnte mal Weevil in den Kampf schicken. Weevil, dieses komische Hüpfinsekt. Ja, und Hope leckt wieder an so einem Teil rum. Ich könnte den Gegner vergiften. Ich könnte aber auch Agni benutzen. Oder einfach angreifen. Bam! Ist mittlerweile auch recht stark, würde ich sagen, das Vieh. Jetzt nehme ich einfach Präzision, oder? Bam! Angriff auch generell nicht so stark, habe ich das Gefühl. So! Make ist dran. Klingt so, als würde ich einfach ein Pokémon in den Kampf schicken. Aber wir fangen das komische Teil, was auch immer das jetzt darstellen soll. Vielleicht ist es ja wirklich eine Kreuzung zwischen verschiedenen Monstern. Und zack. Gefangen. So, wir sind Fangstufe 9 und wir haben noch mehr von den Viechern. Ich gehe jetzt aber erstmal zur Seite. Da liegt was rum. Weißes Horn. Ich habe schon wieder einen Text weggedrückt. Ich mache das jedes Mal. Wieso? Es ist eine Angriffswaffe. Auf jeden Fall. Der Lebensräuber. Ich frage mich, ob der mich heilt, wenn ich damit angreife. Das wäre stark. Den Benutzer macht. Das wäre natürlich absolut fantastisch, wenn der das tun würde. Aber es macht mich auf jeden Fall langsamer. Aber ich nehme die Waffe trotzdem erstmal. Könnte ja trotzdem eine starke Waffe sein. Ist auch ein großes Schwert offenbar, das ich jetzt auf dem Rücken trage. Da musste mein Model angepasst werden. Das ist eine Einhandwaffe? Bist du blöde? Krass. Es sah aus, als hätte ich dem Gegner was abgezogen. Lass mich das mal nochmal machen. Ich heile mich echt damit, was? Wie gut! Das ist ja mega. Aber leider werde ich versteinert gerade. Das ist nicht so gut. Okay, wir schicken einfach nochmal den Prügelino in den Kampf und der kümmert sich drum. Der haut den einfach um. Ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln für den guten Prügel. Bam! Rabäumel. So ein Eumel. Was zum Geier. Was ist das für ein Namen immer? Raduimel. Ich habe keine Ahnung. Auch mein Monster geht ein bisschen in dem Hintergrund unter. Würde es sich nicht bewegen, könnte man... Steinring! Der ist absolut fantastisch, den nehme ich. Ich glaube, den nehme ich sogar auf der Stelle. Was? Oh, warte mal. Ist das gar kein... Ach, fuck.
Es ist ein Nutzen-Item, richtig? Genauso wie der Giftring. Giftnebel entweicht, wenn er zerbrochen wird. Verursacht augenblicklich entsetzliche Schmerzen. Sind das Angriffsteile einfach? Kann man die zum Benutzen? Ja. Fleisch zu Steinnebel entweicht, wenn er zerbrochen wird. Bewirkt allmähliche Verhärtung des Körpers von den Füßen an. Das sind einfach keine Ausrüstungsgegenstände. Das sind einfach nur Items, die man benutzen kann, um dem Gegner diesen Zustand. Das ist ja wirklich blöde. Ich habe gedacht, das wäre was anderes. Wir gehen hier mal im Kreis, ja? Also der Lebensräuber, den ich ja geschenkt bekommen habe, ist ja eine wirklich tolle Waffe. Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ach so. Ich bin wirklich einfach nur im Kreis gelaufen. Da kann ich noch geradeaus weitergehen. Vielleicht finde ich da das nächste Viech. Wovon ich gerade sehr stark ausgehe, wenn ich die Musik höre. Oh. Ein Häuschen. Let me save. Speichere. Memory Card nicht abziehen. Zieh die voll ab, die Memory Card. Meine Fresse. Okay, wer bist du? Bist du Yamu? Boink. Du hast mich erschreckt. Was machst du hier? Gaga Yamu. Ich suche göttliche Tafel, so ich meine Kleinen schlauer machen kann. Hast du sie? Göttliche Tafel übergeben? Habe ich die? Ach, du sie also nicht hast? Dann verschwinde hier. Husch, husch. Offenbar habe ich sie nicht. Find's gut, dass ich das auswählen kann, dass ich sie abgeben kann, obwohl ich sie nicht habe. Das ist, das ist ja mal spannend. So. Jetzt rennt mir hier so ein Vieh. Oh, das gibt, Vieh gibt es in Wasser. Nice, nehme ich. Anderes Element. Zwei davon. Oh ne, das andere ist ein... Ja gut. Das andere ist ein Drache. Den nehme ich natürlich auch. Ich nehme gerne die Drachen, alle. Wobei ich gerne den grünen gehabt hätte. Bin ich ja ehrlich. Ich habe zwei von denen, habe ich ja schon. Von diesen hier, von dem blauen. Dann mache ich den wahrscheinlich einfach kaputt. Kümmere mich dann um das komische blaue Ding davon. Ach komm schon. Es hat nicht getroffen, das ist perfekt. Dann kann ich den nämlich nochmal eben umhauen. Bams, Volltreffer. Wir haben mal wieder voll gesessen. Was war das denn? So, Stein. Bums. Ist immer noch ganz gut. Ich hoffe doch, das Vieh hat nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, diesen Steinangriff zu benutzen. Kommen noch normale Angriffe, das heißt, ich kann zu Make wechseln. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich das Vieh fangen. Also eigentlich noch nicht, ich muss noch angreifen, aber wenigstens kann ich nicht so unbedingt sterben, weil ich mache dem Gegner wie viel Schaden? Genug, würde ich sagen, um mich auch wieder zu heilen dann. Der Gegner macht 12 Schaden und ich mache 15 und heile mich auch entsprechend viel. Kann noch zwei Angriffe durchziehen. Es sei denn, ich mache einen Volltreffer. Dann eher nicht so. Bam! Ich muss echt sagen, die Animationen gefallen mir richtig gut. Diese Bewegung einfach von dem Charakter, die ist so natürlich. Hua! Bam! Der haut so richtig zu. Es ist, keine Ahnung, das hat was. Sie haben sich richtig Mühe gegeben. Das merkt man. Flip. Gefangen. Damit habe ich ein weiteres Monster, das ich vorher noch nicht hatte. Lumpy ist Level 8.
So, mal gucken, ob ich bald noch so einen grünen Drachen aufgetrieben bekomme. Aber vorerst muss ich schon wieder irgendwo einen anderen Weg lang gehen, den ich gerade nicht gegangen bin. Nämlich irgendwo, wo ich so eine göttliche Tafel herbekomme. Da ist noch so ein Vieh in Blau. Und der Drache war vorhin derselbe in Grün. Hahaha. Okay, vergiss es. Wir nehmen nochmal Lumpi. Lumpi darf sich wieder mit dem Erdangriff darum kümmern. Und BAM! Ich habe die blöde Angewohnheit, immer meine ganzen, Bums! Erfahrungspunkte direkt dafür zu verbrauchen. Okay, mit wem kämpfen wir gegen das Vieh? Make ist Level 9. Ach, warte mal, Make ist Level 9 liegt eventuell daran. Wir nehmen Weevil. Komm, ist zwar absolut bescheuert, weil das ein Wassergegner ist, der vor mir steht, aber der macht eh keinen Wasserangriff, also ist das egal. Hau rein. Bums, selbst wenn... Also der wird keinen Wasserangriff benutzen, der macht eh Stein, also Bams. Und hier Präzision, das reicht dann. Dann treffe ich ihn auf jeden Fall. Zack. Und Weevil steigt bald auf Level 9 auf. Wenn das so weitergeht. So. Nein, eigentlich könnte ich doch nochmal ein Item benutzen. So ein Likör. So ein schabenden Likör. Einfach nur, damit Lumpi noch mehr Mana hat, falls ich den gleich wieder reinschicken muss. Wovon ich ausgehe, dass ich ihn reinschicken muss. Weil Lumpi ist aktuell... Was bist du denn? So ganz lange, dünne Arme. Das ist ein Feuergegner. Und es sieht ein bisschen aus wie Prügelino. Nur anders. Ich muss tatsächlich Lumpi reinschicken. Er wird es besiegen. Im Dr. Lumpi-Style. Wasserangriff. Batz. Das war schön stark. So. Kaboom! Wenn ich mich recht entsinne, hat man sogar Mana aufgeladen, wenn man Abwehr gedrückt hat. Es gibt ja einen Abwehr-Button, den ich noch nie benutzt habe, aber das wird irgendwann auch noch kommen, dieser Zeitpunkt, wo man das macht. Ich werde das Vieh natürlich fangen, es ist neu. Und nicht mit Perwoll gewaschen, ganz wichtig. Ja, das dumme Gefühl nicht los, dass ich die eine Waffe doch nicht kaufen werde, weil der Lebensräuber viel zu gut ist. Aber mal gucken. Schwing! Zack! Erfahrungspunkte. Wie viele freie habe ich denn noch? 7. 7 leere Kokons. Erstmal hier lang. Das ist noch so ein Vieh. Das werde ich wahrscheinlich einfach kaputt hauen. Mit dem guten Lumpi. Lumpi kümmert sich drum. Lumpi macht einfach alles. Wasserangriff. Kaboom. Ein Patakuga ist das übrigens. Wasserangriff ist richtig. Und Batz. Umgedonkst. Umgedonnert. Kaputt gemacht. So. Mal eben hier runtergehen. Gucken, was wir hier so finden. Oh Gott, er schon wieder. Ja gut, wir nehmen noch ein Item für Lumpi. So ein Likör, falls ich... Für die MP halt. Haben wir hier den Wilderer schon wieder. Wieder mit seiner Axt. Hey du!
verwöhnt mich heute nicht. Ich verdiene nicht einen einzigen Yen, wenn ich einen Menschen einfange. Hey Kleiner, hast du ein paar Leuchtkäfer-Kokons? Reich sie mal rüber und es gibt auch keinen Ärger für dich. Was? Du möchtest kämpfen? Ich bin dabei. Na komm schon. Jo. So, mein Freund. Der sieht halt wirklich immer noch aus wie Kelma. Und da ich ja gehört habe, dass er sich auch im Wald rumtreibt, ist es ist unwahrscheinlich, dass er das vielleicht sogar auch ist. Keine Ahnung. Soll ich mal ein Item verwenden? Warte mal. Maltes Siegel 1. Bäm. Erstmal geblitzdingst. Habt ihr das gehört? So, und dann hat er wieder seinen komischen Lagoat. Das ist jetzt nicht nur Goat, das ist jetzt Lagoat. Ich heile mich jetzt. Hahaha. 83 habe ich jetzt. Leider macht er mir mehr Schaden, als ich mich heile. Ja. Ich sollte ein bisschen aufpassen, der greift mich zweimal an. Ja. Volltreffer? Oh, das war gefährlich gerade. Okay. Lumpy ist Blödsinn. Wir schicken erstmal Weevil rein. So, wir haben Vergiften. Wie schön. Aber wir machen Agni. Boah, das ist stark genug. Ich muss den gar nicht vergiften. Das könnte man bestimmt irgendwann auch nochmal benutzen. Ich weiß gar nicht, ob Bossgegner gegen Effekte irgendwie immun sind oder so. Bums! Was war das denn? Das hat auf jeden Fall nicht getroffen. Agni, noch einmal! Haus um! Bam! Da ist der Wanderer, Wilderer. Au! Blöde Affe, den vergifte ich jetzt. Hat aber nicht geklappt. Er ist nicht vergiftet worden. Wie langweilig. Er macht mir 20 Schaden, das ist richtig viel. Ich kann nur noch normal angreifen. Jetzt hat er gar nichts abgezogen. Aua. Okay, wir haben Prügelino. Level 9 und Lumpy Level 8. Wir nehmen erst Prügelino. Der darf ein bisschen Vorarbeit leisten und dann macht Lumpy den Rest. Bäm! Oh mein Gott, das war richtig stark. Nein, aber Lumpy darf gern die Erfahrungspunkte haben für den Kampf. So, Lumpy darf sich jetzt um den Rest kümmern. Oh, der Gegner darf angreifen. Wie schön. Bam! Er hat Angriff. Bam! Bums! Immer dieses Geräusch, wenn er umfällt. Eine große Walnuss und ein Skelettschlüssel. Fantastisch! Oh, fast zwei Level. Das war gut. Nehme ich so mit. Ein würdiger Gegner, wie ich sehe. Das war's dann für heute. Das war's dann für heute, dieser richtig billige Hall-Effekt einfach. Aber der hat ja auch einen Helm auf. Vielleicht klingt das deshalb so komisch. Wir nehmen Krugwurz. Ja doch, Krugwurz. Zweimal ganz normal. Wir haben noch die bessere Krugwurz. Wir haben noch davon eins. Nehme ich auch. Oh, warte, Weevil ist sehr stark angeschlagen. Müssen wir auch nochmal eben... Müssen wir uns auch noch eben drum kümmern. Die Reihenfolge eben ändern. Danke. Ein Schablikör. So, der Rest ist egal. Ah, hier unten war ein Weg. Interessant. Was finde ich denn hier? So ein Vieh in Wasser. Okay. Doggle-Doggle-Chew.
Das kann Lumpi machen. Aber den fange ich auch. Den werde ich fangen. So einen schönen Prügler habe ich dann. In Wasser. Ein Wasserprügler. Ich habe bisher noch nie so wirklich den Heilzauber gebraucht. Die Sache dabei ist aber auch, dass der Heilzauber so einen großen Nachteil hat. Dass man in der Regel ja vorher zum Angreifen schon die ganzen MP verbraucht. Die man dann, ja, egal. Ich greife einmal an. Der wehrt ab. Okay, fang ihn. Zack. Und da ist er drin. Wir haben uns gerade gefragt, wo Joy ist. Die ist irgendwie verschwunden, so ein bisschen. Die hat sich wahrscheinlich irgendwo unter der Couch versteckt oder so. Die ist auf jeden Fall gerade nicht da. So, hier ist wahrscheinlich wieder irgendein... Dieser Wald ist wieder so fucking riesig. Ich habe keine Ahnung. Hier gibt es wieder 5 Wege, die ich noch nicht gesehen habe. Oh Gott. Und schon wieder eine Weggabelung. Ja, da ist noch so eins. Da liegt was. Spitzer Knochen. Was ist denn ein spitzer Knochen? Oh Gott. Wen finde ich hier? Da liegt... Ist das die uralte Tafel? Das wäre interessant. Totoyamu. Hey, du, was machst du hier? Wie der klingt. Diese Art nicht für Menschen. Fort mit dir. Was ist das da? Oh, meine Güte. Du hast hübschen Ring da. Wie wär's, wenn du mir gibst ihn? Wenn du tust, ich bleibe und höre. Willst du mir nicht geben? Nein. Los. Sag nicht das. Gib her. Der war ein Geschenk von Mabu. Du, ah. Ist er wertvoll? Nun dann, ich werde etwas Wertvolles von mir tauschen dafür. Los. Gib ihn her mir. Nein. Ja, dann. Ich nichts mehr will von dir. Jetzt weg mit dir. Dieser Ort ist für Menschen nicht. Hey. Eine vergessene Tafel liegt am Rand der Lichtung. Vereinen 1 aufgenommen. Oh, guck mal, da gibt es noch kleine Anleitungen zum Vereinen. Warte mal, wertvolles. Wertvolles ist das. Vereinen 1. Das erste Monster nimmt Stufe und Erfahrung des zweiten auf. Das gleiche passiert, wenn eines deiner Monster in ein anderes im Wald besiegt. Ja, okay. Ich möchte dir nicht den Ring geben. Ich habe das Gefühl und das so in Erinnerung, dass man den abgeben musste. Aber ich will es erstmal ohne machen. Da ist nochmal so ein Teil. Darf ich wieder nach oben gehen? Ja, mal 2 von euch kommen, die bekämpfe ich einfach mit Lumpi. Lumpi darf sich darum kümmern, dann wird der Level 10. Was ist denn das da für ein Teil? Vor allem, was ist das da für ein Teil? Das ist... Mir gefällt überhaupt nicht. Also wirklich absolut überhaupt nicht. Dass das wie ein Erdgegner ist. Das heißt, es kann gegen Lumpi wieder mehr Schaden machen, weil Lumpi auch Wasser ist. Bums! Grip. Ja, Angriff auf das da. Auf Red Mole. Wirklich einen HP muss das sein. Entschuldigung. Und dieses Teil. Aua.
Das hat viel Schaden gemacht, würde ich sagen. Mach ihn um. Mach ihn um. Nicht irgendwie bring ihn um oder so. Mach ihn um. So, Prügelino. Prügelino kümmert sich um dieses Teil, das ich dann wahrscheinlich auch fangen werde. Mal gucken. Das macht auf jeden Fall einen Angriff mit dem Horn. Oder so. Oder mit dem Kopf. Ich habe keine Ahnung. Ist Kopf ein Horn. Ist wahrscheinlich ein Hornangriff. Eine Hornattacke, könnte man sagen. Bams! So, das komische Teil muss ich auf jeden Fall... Mein Gott, wie viele MP hat das denn, dass es die ganze Zeit das machen kann? So, Make ist dran. Make darf es fangen. Der Kokonmeister. Auf Stufe 10. Anyway, so. Es ist drin geblieben. Hey! Es hat sich nicht auf den letzten Drücker nochmal irgendwie gedacht, nein, ich bleibe hier nicht drin. Ist viel zu eng. So, blopp. Lumpy ist Level 10. Das erste Monster von uns Level 10 ist Lumpy. Hey! Das gefällt mir. So, da haben wir noch so ein Teil, das wieder hier rumläuft. Macht das auch wieder zwei Viecher dahin? Ja, und zwar auch die gleichen. So, wir haben Lumpy, der macht wieder zwei Angriffe. Und dürfte damit diesmal wahrscheinlich das Vieh sogar besiegen. Erdangriff. Bam. Ja. Das sollte genügen. Ich bin auch nicht versteinert. Wie schön. Bam. Aber normalen Angriff probieren. 23 Damage. Das tut mir aber zu sehr weh, deswegen werde ich zu Prügelino wechseln. Und Prügelino kann sich dann um das Teil kümmern und ebenfalls ein paar Erfahrungspunkte abstauben und vielleicht sogar... Ich weiß gar nicht, warum ich Prügelino überhaupt benutze. Es ist so ein langweiliges Monster. Einfach nur so ein großes Vieh, das einen vermöbelt. Aber vielleicht kann ich ja noch was rein fusionieren, damit es cooler wird. Irgendwas mit Flügeln oder so. Alles mit Flügeln ist cool, keine Ahnung. Drachen oder so. Aber ich muss dafür erstmal den richtigen finden. Stellt euch einfach eine Mischung aus Drache und Prügelmonster vor. Das wäre doch was. Prügelmonster. Weevil ist auch bald Level 10. Das ist wieder so ein Vieh. Dass ich jetzt irgendwie wieder mit Lumpy bekämpfen muss. Mit Lumpy. Der gute Lumpy. Der gute Lumpy. Mit dem darf ich das machen. Ein paar Erfahrungspunkte abstauben ist ja gar nicht so schlecht. Lumpy gefällt mir natürlich äußerlich auch noch nicht so hundertprozentig. Da kann auch noch was passieren. Donk. Ja komm, wir machen noch so einen Wasserangriff und das Vieh ist hinüber. Bams! Ein bisschen lame, dass sie keine Siegesanimation oder sowas machen, sondern einfach nur dü-dü-dü kommt und dann hast du halt gewonnen. Warum bin ich schon wieder nicht ins Inventar gegangen? Nutzen! Ich hätte gern... Wo ist das Zeug? Ach da, Sharp-Likör. Lumpe. Lumpy! 170 Leben, das ist eine Menge. Eine Menge, eine Menge. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Wir haben so viele Wege noch nicht abgeklappert. Ach du meine Fresse, ganz viele von euch. Tergrip. Prügelino kümmert sich um alle beide. Und Kabooms! 48. Das macht natürlich gar nichts, weil es nicht effektiv. Ein weiterer Windangriff für den da. Bam! 47. Wahrscheinlich hat es ein kleines bisschen weniger HP. HP-Abwehr meine ich.
HP hat es genauso viele, aber die Werte unterscheiden sich ja immer so ganz bisschen. Bam. So, den letzten davon, also wenn ich den einen gleich mit einem normalen Angriff umgehauen habe, werde ich den zweiten davon nochmal mit so einem Windangriff vernichten. Und Kabooms! Du, du, du. So, schöne Erfahrungspunkte bekommen. So, jetzt könnte ich aber trotzdem nochmal eben wieder... Ja, ich werde meine Liköre gerade so ein bisschen stärker aufbrauchen. Ich werde wohl noch so einen Kampf machen. Ist wahrscheinlich besser so. Damit ich die Erfahrungspunkte mitnehme. An der Stelle hätte ich aber auch was anderes probieren können. Ich hätte zum Beispiel auch mal so ein Maltis-Siegel 2 verwenden können, um einfach beide mit so einem, von mir aus, mit so einem Angriff angreifen zu können. Meine Werte sind jetzt auch nicht niedrig, sag ich mal. Ich werde jetzt direkt erstmal einen davon erledigen, damit ich nicht von beiden immer attackiert werde. Oh ja, und jetzt probiere ich das mal aus mit der Abwehr. Ich habe jetzt 18 Mana und wenn ich jetzt den Angriff gleich... Das hat jetzt noch weniger Schaden gemacht. Und wenn meine Abwehr gleich endet, bekomme ich 5 Mana dazu. Bam! Kann man natürlich strategisch auch noch benutzen. Jetzt kann ich nämlich wieder zweimal den verwenden. Und der Gegner ist besiegt. So ist das, so muss das. Blöpp. Prügelino, Stufe 10. Endlich so. Ist unten ein Weg. Ich schätze. Oh boy. Oh, schau mal an. Ich habe den Teleporter gefunden. Spinnenwarp. Und ich kann eben speichern. Ich habe eine Menge gemacht an der Stelle. Kann man ja mal machen. Kann man ja mal speichern. Bin schon wieder bei einer sehr großen Zeit. 44 Minuten. Aber ich habe noch eine gute Dreiviertelstunde vor mir. Die werde ich auch in diesem Wald nutzen, schätze ich. Wobei ich natürlich auch noch gerne ein Video gemacht hätte. Also, ich mache eins gerade in diesem Moment, aber ich meine eins gerendert. Da liegt noch was. Wahrscheinlich sowas wie Vereinen 2. So, Lumpi darf sich nochmal um so ein Vieh kümmern. So einen habe ich ja, glaube ich, auch schon, ne? So einen blauen. Habe ich so einen blauen? Ich glaube, ja. Ich kann mich an den Namen erinnern. Ne, nicht Wasserangriff, Erdangriff. Erde, bam! Doggletju! Und bams! Voll auf die Schnauze. Es hat sich so wild im Kreis gedreht bei einem Treffer, als es gestorben ist. Große Walnuss, nice. Werde ich direkt benutzen. Nein, warte mal, eigentlich ist das Blödsinn, die direkt zu benutzen. Die heilen einen nämlich vollständig. Das ist eine vollständige Heilung. Eine Tafel von rätselhafter Farbe ist hier verborgen. Gottestafel, guck mal. Kann ich die lesen? Da bin ich jetzt neugierig. Ich möchte auch gerne wissen, wofür ich die... Guck mal, die Ocarina. Ocarina, die Kikinak als Zeichen deiner Freundschaft gibt. Damit wird Kikinak herbeigerufen. Wahrscheinlich nur in dem entsprechenden Wald. Was ist der spitze Knochen? Wertvoll, ja, natürlich. Knochen einer Kreatur von Wind und Wetter geschliffen. Sehr hart und zur Waffenherstellung geeignet. Aha. Bin ich gerade an der Gottestafel vorbei? Ja, tatsächlich. Steintafel, auf der die Schöpfungsgeschichte eingraviert wurde, berichtet von der vollkommenen Wahrheit. Das ist ja interessant. Gehen wir auf die andere Seite. Da liegt schon wieder ein Item rum. Eine Tasche liegt unter einem Baum. Ikari-Pulver. Was auch immer das für ein Zeug wieder ist.
Ah, jetzt bin ich hier rausgekommen. Okay, das heißt, ich kann mir einen Weg schon mal sparen. Aber wo bin ich vorhin noch nicht lang gegangen? Ich glaube, hier war noch irgendwo so ein leuchtendes Tor. Genau das. Da bin ich noch nicht gewesen. Hier ist wieder ein Speicherpunkt. Und hier ist irgendwas, wo ich nicht weiterkomme. Sieht ein bisschen aus wie der Eingang, aber das ist gar nicht der Eingang. Vitus hält mir irgendwas hin. Das ist, glaube ich, eine Fusselrolle. Es sieht super süß aus. Was ist das? Das hat Öhrchen. Warum hat die Fusselrolle Öhrchen? Weil das ist viel niedlicher, aber guck mal an den Seiten zum Pfoten. Ich meine, das ist wahrscheinlich extra für Katzenhaare und so, aber... Das ist auf eine lustige Art und Weise, das ist irgendwie weird. Und oh, ein Pin mit Lapras, wo auf dem Rücken... ist das ein Felino? Ja. Felino, Merrill und Quapsel sitzen in einem Schwimmring. Und ein Drache und ein Pfeifer. Die sind voll süß. Warum sind die so süß? Ich check's nicht. Und 6 Zahnbürsten. 6 Zahnbürsten. Ach, wie schön. Die guten mit den extrem vielen Borsten, die super weich sind. Und alles irgendwie China-Zeug von Temu. Da gibt's aber guten Stuff teilweise. Man muss halt ein bisschen gucken. Joy ist jetzt aufgetaucht, oh, guck mal. Wie schön. Gerade noch gesagt, dass sie irgendwie verschwunden ist. Sie war verschollen und jetzt ist sie wieder da. Und alle freuen sich. Und das Vieh mache ich auch noch fertig. Und Joy tut jetzt wieder so. So total lieb und süß. Obwohl sie gerade noch verschwunden war. Vielleicht hat sie auch einfach nur geschlafen. Irgendwo unter der Couch halt. Von daher kam sie, glaube ich, auch gerade. Ich hoffe, ich treffe den jetzt. Natürlich nicht. Denn das war immer so das Problem mit Versteinerung. Dass man dann nicht mehr getroffen hat. Nicht mehr so leicht. Aber es hat gereicht. So. Jetzt wüsste ich gerne nochmal, wo genau eigentlich mein Weg war. Bin ich hier vorhin schon gewesen? Ja, okay. Das war der Ort, wo ich, glaube ich, auch hin musste. Noch so einer. Jetzt wieder so ein kritischer Treffer, das wär's doch. Ich hatte neulich des Öfteren erwähnt, dass ich irgendwie Pokémon Stadium... Wow. Scheint gut zu funktionieren mit dieser Rolle. Dass ich Pokémon Stadium 2 so nebenbei ein bisschen gespielt habe und ich habe tatsächlich... Gecheatet, mehr oder weniger. Da ich das Ganze auf dem Everdrive-Modul spiele, dass... in der Version, die ich habe, nur speichert, wenn man das Spiel resettet, kann ich immer dann, wenn ich einen Kampf verschoben habe, das dann speichere und ich dann wieder den Kampf aufnehme und dann verliere, normalerweise würde das dann ja, wenn man dann wieder ausmacht, wäre das dann weg. Aber das speichert der nicht, wenn ich einfach die Konsole ausschalte. Das heißt, der ist dann immer noch auf dem Stand von, du hast dann noch nicht weitergespielt. Und dann kann ich das einfach wieder anmachen. Und ich krieg es nicht gebacken, diesen letzten blöden Kampf zu machen. Der ist so schwer, ich habe keine Ahnung warum. Ich meine, man kämpft gegen Mew. Und dann sind da natürlich ausgerechnet noch zwei andere richtig blöde Viecher dabei.
genau genommen ein Nachtara und ein Despotar, was ausgerechnet die zwei Viecher sind, die absolut fürchterlich sind als Gegner gegen Wohin genau, das wahrscheinlich praktischste Pokémon in jedem Turnier in dem Spiel. Bumm! Das war ein Volltreffer. Sowas, was ich da wirklich nie kriege. Ich habe in dem ganzen Cup letztens halt bis zum Finale 2 Volltreffer gelandet. Das war richtig lächerlich. So, da ist auch unser Insekt ein Level gestiegen. Und damit sind jetzt alle unsere Viecher Level 10. So, und wenn ich mich recht entsinne, war hier das Haus. Genau. Da kann ich jetzt die Gottestafel abgeben. Ich hoffe doch, dass ich diesen blöden Ring nicht abgeben muss. Boink. Was war das für ein Geräusch? Du hast mich erschreckt. Was machst du hier? Die göttliche Tafel, die kann ich übergeben. Ja, das ist sie. Das ist sie. Ich sie wirklich haben darf. Du bist ein netter Kerl. Du bist ein netter Kerl. Du auch, ja. Möchtest du etwas? Ich möchte nach dem Galabaskraut fragen. Galabas? Was soll das sein? Nie gehört von. Warum sind die alle so? Okay, dann frage ich halt nach Yamu. Yamu? Das ist mein Kind. Was du willst von Junge? Ist unterwegs auf Jagd mit seinem Vater. Du ihn gesehen hast? Ich nicht weiß, wo er ist. Wie es kein Ort für Menschen ist. Elrim es nicht mag. Weg mit dir. Weg mit dir. So, erstmal wieder mit der fürchterlichen Steuerung klarkommen. Um dieses Haus zu verlassen. Aber offenbar kann ich da auch nicht viel machen. Pani? Pani? Bleib mal da weg. Start schon wieder so diese Türklinke an. Warte mal eben. Dum, 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 dum. So. Ich kann bei der nächstbesten Gelegenheit den Teleporter mal verwenden oder so, wenn ich ihn finde. Wenn hier irgendwo. Keine Ahnung, wo war der eigentlich? Ich habe keinen Plan. Ich habe beide gesehen schon, oder? Ich bin mir echt unsicher. Habe ich beide Teleporter gesehen? Gab es hier eigentlich schon irgendwelche? Ah, genau. Stimmt, ich kann hier zurück. Dann haben wir noch so einen Drachen. Den kann ich auch noch eben bekämpfen. Wahrscheinlich wieder mit Lumpi. Mit Lumpi-Pumpi. So. Jetzt sitzt Pani schon wieder vor der Tür. Ich meine, Vitus ist ja wach. Theoretisch kann die Katze auch rausgehen. Das ist ja nicht so schlimm. Es geht ja sonst eigentlich nur darum, dass Vitus schlafen kann. So, Drache erledigt. Drache erwache. Ja, eigentlich eher so Drache schlaf ein für immer, aber das ist nicht der Punkt. So, wir gehen weiter in diese Richtung. Ich muss sowas von... Ach, guck mal, da ist der andere Teleporter. Da habe ich ihn gesehen. Aber ich möchte zu der Kiste. Denn, ach, guck mal, ein Drache, ein grüner. Den hätte ich gern. Den nehme ich. Rudolge. Ein Prügelino wird ihn jetzt einmal angreifen und nicht one-hitten, bitte. Es wäre so ärgerlich, wenn das jetzt schon wieder passiert. Ich freue mich ja immer über Volltreffer, aber das wäre echt scheiße. Fünf? Oh mein Gott. Mein Gott. So, fangen wir das Vieh. Ich komme übrigens nicht über diese extreme Auswahl an Waffen und sowas klar, weil man eigentlich ja selber kaum kämpft.
Und dann sehen die Waffen auch noch wirklich alle anders aus. Ist schon stark. Müsste man sich eigentlich mal alle angucken. Einfach jedes Modell. Dafür darf ich natürlich die Waffen nicht verkaufen, was ich jetzt schon teilweise gemacht habe. Ich meine, die Sachen, die ich finde, möchte ich am besten behalten, denke ich. So, hier ist eine Kiste. Skelettschlüssel benutzt. Blöpp. Anti-Steinreif. Ich liebe alles daran. Dankeschön. Wie viele Leuchtkäfer habe ich? Also, ich habe noch 4 leere Kokons, das ist gut. Kann ich also noch was mit anfangen. Ich nehme jetzt den Teleporter. Geh wieder in die andere Richtung. Ja, ja, geh ruhig. Ich muss noch mal eben aufstehen. Ich mach die Tür aber zu. So. Jetzt bin ich wieder hier hinten. Jetzt dürfte ja relativ nah sein. Relativ nah sein an... nee, warte mal, nicht da lang. Da muss ich nicht lang. Hier oben musste ich hin. Oder? Wo war das? Nee, nicht da. Ah, nein, nicht da! Help! Help! Hilfe! Ich werde angegriffen! Nee, ich musste da vorne runter. Oder? War das hier runter, oder? Ja, doch, hier runter war es. Und dann hier lang. Na, noch so ein Wasservieh. Oh, schön ausgewichen. Das war gar nicht das, was ich vorhatte, aber... Na dann... Nein sagen? Los, los, los! Sag nicht das! Gib her! Gib! Nein sagen? Ist er wertvoll? Nun dann, ich werde etwas Wertvolles von mir tauschen dafür. Vielleicht geht es ja. Los. Pass mal auf. Den Ring übergeben. Die Tränenries übergeben. Das war ein Geschenk. Oh. Schön. Ja, was du willst. Kalabas, das ich habe, aber ist einer krank geworden? Lass nicht sagen. Die Oni-Bubu kamen in euer Dorf. Wie schrecklich. Die Plage von Heuschrecken. Nun, hier ist bisschen Kalabas für den Ring. Aber das nicht reichen wird. Ich einen Platz kenne, wo ganz viel davon gibt. Was? Ich nicht werde umsonst dir sagen. Bring mir mehr Schätze. Nö. Du Penner. Nein. Die Katze will hier schon wieder rein. Nur dann ich dir werde verraten, wo Kalabas liegt. Ja, ich mach die Tür nochmal eben auf. Moment. Kalabaskraut erhalten. Einen Augenblick. Kannst du nicht entscheiden, oder? Kannst du nicht? Dann geht die nächste eben. Was denn? Nach göttlichem Geist Mammon fragen. Mammon, du sagst? Ja nun, das vor langer Zeit mein Name. Ich auch hieß Mammon. Ich glaube... Oh ja, das stimmt. Ich der Wächter von göttlichem Baum bin. Ich hüte gegen die Tricks von euch Menschen. Elrim mir so befohlen hat.
wie lange ich wohl so muss weiterleben. Ich das jetzt schon ohne Ende tue, seit hunderte von Jahren. Und es nur Bäume, Bäume, Bäume gibt, sobald das Auge kann sehen. Das ist ein Wald, was erwartest du? Ich mich so sehne nach Schätzen. Verflixter Elrin. Ach, wie gemein er ist. Sagt der mir gerade den Ring abgenommen hat. Bah, wenn nur diese Name ich höre, ich ganz krank werde. Bloß nicht sagen, du ihn kennst. Oh, verstehe, ja. Du das mit Kalabas von Kikina gehört, richtig? Ach, ich ihm tausendmal gesagt. Ich wirklich muss mal was wegen diese Yamu unternehmen. Es Kikinaks Fehler ist, dass der Wald so geworden. Dieser abartige. Dieser abartige. In dem wir überhaupt in diese fallende Lage reingezogen wurden. Ja. Bring mir Schätze mir. Nur dann ich dir werde erzählen von einem Platz. Sprich über mit Ältesten. Das ist so ein Penner, der... Ja. Folge mir. Ich werde deine Fesseln lösen und sie fortwerfen. Die Tat von Gehenna. Du. So, erstmal wieder mit Garei quatschen. Oh, du hast also die Waldmenschen gefunden. Und? Haben sie denn Kalabas? Genau das habe ich erwartet. Sie werden es dir als Gegenleistung für den Schatz erzählen. Trotz alledem, ich glaube nicht, dass Yibara sich auf solche Bedingungen einlässt. Das war die eine Alte. Ich werde selbst mit dem Dorfoberen sprechen. Die so gemeckert hat immer über Garei. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Wir werden direkt zum Ratssaal gehen. Oh boy. Politikdiskussion. Sie startet jetzt. Die Gefangennahme. Du behauptest also, dass du den Ort mit dem Kalabas herausgefunden hast? Sagst du auch wirklich die Wahrheit? Und er wird ihn dir wirklich verraten, wenn du ihm Schätze bringst? Wenn Garei recht hat, dass dieser Dämon der Hüter des Waldes ist, dann hätte ich da einen Plan. Verehrtes Dorfoberhaupt, ich vermute, dass der Dämon, von dem wir sprechen, der Hüter des Gottesbaums ist, einer Inkarnation des Waldgotts. Das Kalabas werden wir bestimmt am Fuße des Gottesbaums finden, der Quelle allen Lebens. Wenn wir uns das Kalabas einfach beschaffen, wäre das nur eine vorübergehende Lösung solcher Probleme, wie der Angriff neulich. Es wäre klüger, den Gottesbaum zu finden und ihn dann zusammen mit dem Waldgott gefangen zu nehmen. Wenn wir nur irgendetwas Wertvolles anbieten könnten, fiele uns die Entscheidung leichter. Doch Yibara, ich würde gerne wissen, wie der Gottesbaum überhaupt gefangen genommen werden soll. Ausbuddeln! Wird uns eine solche Sünde vergeben? Würde das nicht eine Wiederholung der Tragödie von Gehenna Pale bedeuten? Der Zerstörungsprozess fing schon vor langer Zeit an. Lange bevor die Heuschrecken uns angegriffen haben. Was geschehen ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Auch wenn das Kalabas das Problem erst einmal löst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Land Parel vom Wald verschluckt werden wird. Daher sollten wir mit unseren verdammten Bräuchen endlich aufhören. Alles, was wir tun, dient der Zukunft der Menschen von Syrus. Nein, allen Menschen in Parel. Dorfoberer, es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
meinst, es sei möglich, das Schicksal aller Menschen in Parel zu verändern? Meine Ahnen, die Schamanen von Gehenna Pale, nahmen den Wald gefangen und teilten ihn in vier Teile. Das bedeutet, dass die Gefangennahme eines Gottes tatsächlich möglich ist. Die Weisheit der Menschheit tritt gegen die Mächte des Gottes an und damit gegen die Naturgewalten. Das ist weder Sünde noch Frevel. Im Grunde ist es das wichtigste Naturgesetz, nur die Starken überleben. Wir haben lange auf diesen Tag gewartet, an dem wir Cyrus unsere Treue erweisen können. Wir müssen diesen Gottesbaum finden und die Macht des Talismans der Gefangennahme heraufbeschwören. Ich verstehe. Nun, du hast Yibara zugehört. Wir müssen die Bedrohung durch die Dämonen beseitigen, wenn wir mit dem Wald weiterleben wollen. Und zu sündigen, das könnte auch in der Natur der weisen Bestien liegen. Wir müssen unbedingt handeln. Sohn des Löwen von Parel, unser Schicksal liegt bereits in deinen Händen. Hat er gerade sowas gesagt wie, ja, sündigen ist total normal? Ja, das machen Menschen halt so. Das, was? Meistergürtel. Und das Fangamulett. Was auch immer man damit macht. We will see. We will see. Oh, Mabu wird noch mehr eingekleidet, offenbar. Ich habe viele Berichte gehört. Aber wie es scheint, ist Mammon genauso gierig wie eh und je. Wenn er so auftritt, wird er niemals wieder seine Geistergestalt annehmen. Nun? Nach dem Gottesbaum fragen. Wie dumm sie ist. Ja. Man kann den Gottesbaum nicht gefangen nehmen. Hast du nicht die alten Ruinen im Wald gesehen? Oh, dieser Geist aus Gehenna Pale. Was führt sie im Schilde? Aber wenn der Dorfobere es so anordnet, müssen wir gehorchen. Ja. Ihre Vorfahren waren Alchemisten im uralten Königreich. Ihre Familie hat von jeher die wahre Macht über Cyrus gehabt und mit den Dorfoberen als Galionsfiguren im Hintergrund gewirkt. Sie haben die Familien der Oberhäupter in allen Dörfern von Parel unterwandert. Zu viel Vertrauen in die menschliche Intelligenz ist das Markenzeichen von uns weisen Bestien. Ja. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir ohne die Gnade des Wissens nicht überleben können. Der Mensch ist manchmal schwach und manchmal eine gewalttätige Bestie. Ich habe gestern eine Fliege zerstört. Nicht dieses Riesenvieh, das ich letztens in den Staubsauger gemacht habe, sondern es war eine Fliege im Badezimmer und ich habe sie mit einem Handtuch abgeworfen. Habe sie dann mit dem Handtuch irgendwie so aufgehoben und ins Klo geworfen und dann hat sie sich noch bewegt und dann habe ich sie im Klo runtergespült. Und ich dachte so, boah, die habe ich gerade lebendig ertrunken, ersoffen. Ich habe sie gerade ertränkt. Das ist ja mal freundlich. Die Entscheidungen, die im Ratssaal getroffen werden, sind unumstößlich. Doch es könnte sehr wohl ein blutiger Weg vor dir liegen. Wähle deine Schritte mit Bedacht. Da habe ich mich dann einfach gefragt, so wow, ich hab gerade ein Wesen lebendig qualvoll ersticken lassen. Und ich denke mir so, irgendwie ist das gruselig. Ich wollte ja auch nicht, dass sowas jemand mit mir macht. Ich meine, man könnte jetzt sagen, es war nur eine Fliege, aber... Du hast ihm also den Ring gegeben. Das ist schon in Ordnung. Mach dir keinen Kopf darum. Ich denke, du hattest keine Wahl, oder? Gut, was sollen wir jetzt tun? Nagi-Magie durchführen. Ja, du hast ein paar Leuchtkäfer. Unseren Feinden lieben wir. Und für die Geplagten beten wir. Die wird jedes Mal mehr eingetucht. Den weisen Bestien die Kraft, den Geist zu beruhigen. Wahrscheinlich hat sie überall Narben. Und deshalb durch die Reinigung halt. Der Fluch brannt. So dass sie sich nicht mehr zeigen mag oder so.
So, was haben wir denn da? Ich gehe erstmal auf Ansicht und mal gucken, was sie können. Okay, wir haben hier Teralko. Das ist eine Vogel noch. Das ist noch so ein Giftvieh. Das ist noch so ein... Die haben wir alle vorher noch gehabt. So, ab hier fängt's an. Mit dem Wasserangriff und Walis, das ist ein Drache. Haben wir zwei Stück von. Können auch beide das gleiche. Ich find's gut, dass er den Angriff kann, der alle Gegner trifft. Das ist fantastisch. Fleisch zu Stein. Soll das ein Pfeil sein? Das ist wie so ein Smiley einfach. Oder ein Gleich, wo man aus Versehen mit auf der Tastatur noch auf was anderes gedrückt hat. Fleisch zu Stein von dem Red Mole. Dann haben wir doch so ein komisches... Gefährlich. Das dürfte wahrscheinlich der... Was ist gefährlich für einen Angriff? Spezialangriff gefährlich verwunden. Vermindert die GP eines Gegners auf 1 und erschwert es, im Treffer zu landen. Was sind GP? Im Ernst, GP sagt mir gerade gar nichts. Was sind denn GP? Noch nie irgendwo GP gelesen. Will ich verarschen? Das kann auch gefährlich. Ah, das ist fantastisch. Zurück zum Normalzustand. Entgiftet und wandelt Stein in Fleisch um. Das ist absolut nice. Dann haben wir das Tira-Grip-Dings. Das kann wirklich mit dem Horn einen Erdangriff benutzen. Relativ starkes Vieh mit viel Abwehr und viel Leben. Dann haben wir da noch den Erdangriff mit dem Schwanz. Und Ulvis, das ist der andere Drache. Genau. Nein, ach. Rudogl. Ich hab auswendig den Namen geändert. Ich wollte vereinen tatsächlich. Ich wollte mal gucken, ob ich hier was machen kann. Aus dem Drachen und dem Vieh. Zwei Erdangriffe und Ulvis ist jetzt, glaube ich, aber nicht so gut. Weil eigentlich... bringt das ja nicht viel. Zweimal den gleichen. Oh mein Gott, das ist ein fetter Drache. Holy shit. Wenn ich es andersherum mache, kommt der halt allerhöchstens ein bisschen... Oh mein Gott. Okay, ich hatte hier noch irgendwo so ein Teralko. Das ist der Vogel, ne? Geben wir dem Vogel ein größeres... Ich meine, das ist 25 alles... Ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Machen wir es andersherum? 26, 27? Ich glaube sogar, so gefällt er mir lieber. Und allgemein ist der Wert, sind die Werte so auch ein bisschen höher sogar. Bis auf Tempo, glaube ich. Ich mach das so. Oh, magische Geschöpfe, die uns lieben. Ja, reicht. Wir müssen uns diesen Text nicht 100-mal anhören. Tut mir fast leid für sie, dass sie hier nur sitzt und wartet und leidet. Die sieht uns ja nie. Wir sind ja nur hier, um unsere Monster bei ihr abzuholen und zu vereinen und so. Und sie muss dabei irgendwas... Wir nennen ihn jetzt Drago. Ich nenne ihn Drago. Der Rebell. Drago. Yeah. Soll noch mehr vereint werden. Ja, ich mache mal eben die Reihenfolge hier wieder. Da habe ich noch so ein Vieh. Ist natürlich meine Frage, kann ich tatsächlich, auch super interessant, wenn ich Drago, nein, das wäre ja mega schlecht, irgendwas anderem verbinde, da hätte es zumindest noch einen Windangriff dazu.
halt ein anderes Element damit reinpacken, könnte hilfreich sein. Aber ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich das möchte. Drago ist gerade ganz cool so, denke ich. Gehen wir mal Lumpi. Und das Teil. Dann würde ich auch noch lernen, wie ich mich vor Stein heile. Dieses goldene Horn, was ist denn das bitte? Ich meine, den Zauber extra haben wäre nice, würde ich behaupten. Sollte ich mir den geben? Den Zauber. Ich meine, es ist jetzt wirklich nicht hübsch, ne? Ich meine, da kann ich natürlich noch viel mit retten, wenn ich da noch später andere Viecher mit reinmache. Ich mach das erstmal. Ich mach's mal. Ich verbinde die beiden, dann habe ich einen Zauber mehr, der gegen Stein hilft, was hilfreich sein wird, da bin ich mir sicher. Das kann auch gerne Lumpi heißen weiterhin. So, jetzt ist die Frage, wenn ich da noch was Wassermäßiges reinmachen würde, hätte er... Ich könnte ihm Walis mit dazugeben. Was Blödsinn wäre, fast schon. Ich meine, er ist halt mehr so ein normaler Angreifer. Ich habe das Gefühl, ich müsste wieder jetzt langsam so ein Erdvieh da reinmachen, damit er seinen Erdangriff behält. Da noch mal eben die Ansicht. Lumpi hat die gleichen Angriffe gerade. Okay. Lumpi und das andere Erdmonster würde was ergeben. Das ist der Drache, ne? Oh mein Gott, was ist das bitte für eine... für eine Gestalt. Sieht ja fürchterlich aus. Okay, okay, das sind die Drachen noch, ne? Fleisch zu Stein und Walis. Was hat der so einen großen, versuche irgendwas zu finden, was ich da... Oh mein Gott, was bist du denn für ein Teil? Tergrim Drago. Drago ist halt... Lumpi mit Drago kombinieren, das wär's doch. Hat der richtig viel Zeug auf jeden Fall. Und sieht wieder ein bisschen normaler aus, sag ich mal. Hat dann tatsächlich noch einen Erdangriff dazu bekommen. Kann Ulvis... Was ich nie benutzen würde, aber... Klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Kombinieren. Ich kombiniere die einfach. Lumpi und Drago, kann Lumpi einfach wieder Lumpi bleiben. Vielleicht ist das Blödsinn. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich so gut mit der Mechanik des Spiels gar nicht aus. Aber das ist auch nicht so wichtig. Soll noch mehr vereint werden. Möglich. Das ist einfach nur, ein Drache, ne? Ja.
Hiralko. Kann ich mit den beiden irgendwas machen? Das ist ein sehr komischer Drache, würde ich sagen. Okay, jetzt einen breiten Drachen? Nein, einen mit sehr großen Augen auf jeden Fall. Das sieht auch so weird aus. Radmul und das komische Ding. Radmul. Radmul. Und das da? Mit dem da? Was kommt dabei raus? Mich stört bei dem komischen Mole-Vieh unheimlich, dass es, was kannst du denn? Fleisch zu Stein, ja. Und das Erdvieh davon, das Radvieh, die beiden. Ja, nee. Okay, ich werde das und das wegmachen. Bei Teargrip ist im Grunde das gleiche auch nochmal, aber ich muss mal gucken, was es kann. Wahrscheinlich auch nur Fleisch zu Stein. Dann werde ich es auch wegmachen. Aus denen werde ich nichts machen, denke ich, außer sie zu Seide zu verarbeiten. Ich schau mal eben. Teargrip. Nee, kein Erdangriff. Okay, das konnte tatsächlich noch ein Angriff, den man gebrauchen kann. Das Vieh konnte gefährlich und nichts. Ich wollte gucken, dass ich irgendwas mit Prügelino verbinde. Ich habe hier noch so ein Teil. Ganz zweimal Windangriff. Habe ich hier so einen großen mit. Oder ich nehme so einen Hund. So ein Hund mit Prügelfüßen. Aber das ist im Grunde auch nur ein Lumpi. Ein anderer. Könnte natürlich auch mit Hiralko kombinieren. Das wäre auch interessant, denke ich. Dann wird er aber nur schwächer bei. Hat aber was vom Aussehen her. Und wenn ich Hiralko und Prügelino nehme, dann hat er so gemischte Werte. Und sieht bescheuert aus. Windangriff, Präzision, blibla blub. Der würde eigentlich auch nur schwächer werden, nur ein bisschen schneller. Wenn ich zuerst die beiden kombiniere. Was ja eine coole Kombi ist an sich. Oder halt andersrum. Ich werde wahrscheinlich die beiden so kombinieren. Und die dann mit Prügelino verbinden. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht wird da was raus. Mal gucken. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, dann freue ich mich. Prügelino und dieses Monster. Es wird wahrscheinlich überhaupt nichts ergeben. Es ist genauso ein Vieh. Mit recht langen. Von vorne sieht das nicht so aus. Aber von der Seite sieht man, wie lang diese Krallen sind einfach. Es kann halt. Ich weiß nicht. Es ist alles nicht so super cool. Aber das hat Flügel. Ich mag ja alles mit Flügeln auf vier Beinen. Ich weiß nicht, es ist. Nur ein Windmonster oder sowas. Nein. Prügelino, was machen wir mit dir? Hm.
das wird wahrscheinlich auch nicht irgendwie cooler werden, schätze ich. Nein, boah, ist das lang. Und eine Schlange mit diesen ganzen will ich eigentlich auch nicht haben, oder? Das ist schon wieder so eins. Nee, ich bin mit Reveal ja aktuell zufrieden. So, was haben wir denn hier? Buh. Nein. Das Vieh mit dem zusammen würde was ergeben? Eine irgendwelche was komische Schlange. Man weiß aber auch nie so richtig, was man damit machen soll. Einfach einen größeren Drachen machen? Nee. Lumpi mit dem Drachen fusionieren. Das hatte ich ja gerade auch schon mal irgendwie probiert, glaube ich, ne? Oder? Ist ein ganz schön langer Hund. Und wenn ich es andersherum mache, Lumpi so mit dem zusammen, dann gleichen sich die Werte wieder aus, dann ist er aber wirklich ein Drache. Okay, wenn ich jetzt diese beiden miteinander verbinde, also zwei von denen, die werden jetzt etwas besser. Und die dann in Lumpi reinhaue, was dann? Also, dass ich diesen langen Hund habe mit quasi ein langer Hund. Ich einen sehr langen Hund habe mit... Ja, ist okay. Mit Flügeln. Wie wär's? Ein langer Hund mit Flügeln. Er sieht jetzt nicht mehr so cool aus. Aber wir kriegen das hin, oder? Mach ich das? Ich mach das. Es wird schwierig. Ich muss jetzt immer so zwischen den Elementen hin und her switchen, wenn ich da Monster reinfusioniere. Weil sobald das eine Element nicht mehr da ist, sind alle Spezialtechniken weg. Von dem entsprechenden Typ. Spinnen, was haben wir denn noch? Ich glaube, nichts Gescheites. Wir gehen einfach raus. Wir haben noch ein bisschen Seide von gerade. Bitte sei vorsichtig. Ja, das bin ich doch immer. So, wir könnten an mehrere Orte nochmal gehen. Zum einen haben wir nochmal den Laden, um unser Zeug zu verkaufen, unsere Seide. Ja, sei ruhig. Kaufen. Und hier haben wir dann auch verkaufen. So, wir haben jetzt zum Beispiel Lilienseide. Zweimal. Bums. Damit bin ich fast auf dem Stand. Achtmal Maltestiegel 1. 150 wert. Kauf davon mal 2. Geh dann raus. Ja, sehr ruhig. Ich will mir dein Gelaber eigentlich gar nicht anhören. Meine Zeit wird nämlich gerade doch sehr knapp. Wir gehen zum Schmied. Hingehen. Denn ich habe so einen Knochen. Vielleicht kann ich damit was machen. Vielleicht kann ich ihm den geben. Jeder hier hat sich vollkommen verändert seit dem Angriff der Onibubu. Alles fing an, als du in den Wald gegangen bist. Naja, genau genommen bin ich erst danach in den Wald gegangen. Kaufen. Verkaufen. Kann ich ihm das Dingens verkaufen? Ein Anti-Steinreif werde ich garantiert behalten. Waffe. Weißes Horn. Leicht und einfach zu handhaben. Scharf polierter Knochen als Spitze. Ach so.
Schauen wir mal, was hast denn du? Kleiner Vogel. Ist eine wirklich gute Waffe, würde ich sagen, für mein Tempo und alles. Ist natürlich nicht gut für einen Angriff. Willst du es gleich verwenden? Ja. Rüstung. Den Gottespanzer will ich gar nicht haben. Andere, ja, das da kann ich noch kaufen oder so. Will ich nicht. Wenn ich jetzt noch, Komm ein an. Naja, komm ein anderer mal wieder. Ich weiß. Da kommt wieder die Frau rein. Nee, Kelmar kommt rein. Was hat er denn jetzt vor? Papa, ich sollte wohl mal draußen im Garten das Feuerholz für die Esse aufstapeln, nicht wahr? Für die Esse? Oh. Da bist du ja wieder mal. Wie läuft deine Aufgabe so? Wie du sehen kannst, habe ich mich entschlossen, hier zu arbeiten. Ich kann auch hart arbeiten, wie du, Kumpel. Ich möchte nicht, dass meine Mama die Einzige ist, die jeden Tag den störrischen alten Kerl um sich haben muss. Ey. Was war das? Halt bloß dein freches Mundwerk, Herr Wichtigtuer. Echte Männer arbeiten mit der Hand und nicht mit dem Mund. Vergiss es. Das ganze Dorf ist nervös. Ich würde mich nicht wundern, wenn ein Aufstand ausbricht. Und dieses haarsträubende Gerede ein Opfer zu bringen. Anyway, ich gehe wieder. Ich gehe jetzt speichern. Ihr könnt mich mal. Das ist anderthalb Stunden in dieses Video. Das muss reichen. So. Aber ganz kurz. Ganz kurz Louis Hallo sagen. Der hat ja auch immer was zu erzählen. Na, du kleiner Penner. Der Spinnenwald? Bin nie da gewesen. Deshalb kann ich dir auch nichts erzählen. Was willst du da auch? Im Ernst, was sollte der denn da wollen? Wie ist er da überhaupt reingekommen, wenn... Also, nein, da war er ja nie. Aber wie hätte er da reinkommen sollen? So, wir gehen zum Barrierentor. So wie immer. Hier hören wir immer auf. Alle unsere Folgen irgendwie. Verrückt. So, jetzt einmal speichern und hoffen, dass das auch wirklich alles gespeichert bleibt. So, speichern. Memory Card. Blibablub. Speichern. Und einfach nur, damit ihr es gesehen habt, ist es passiert. Ich habe gespeichert. Und es stand da auch. Es stand da auch gerade der aktuelle Speicherstand. Und wenn er mir jetzt erzählen will beim nächsten Mal, dass das nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht. Meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's play Jade Cocoon oder auch Jade Cocoon. Und ja, das nächste sehen wir dann in der Vorschau. Bis dahin. In der nächsten Folge von Jade Cocoon kämpfen wir uns tapfer durch den Spinnenwald. Und das zweimal. Naja, weil Technik. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Wir nehmen den Baum gefangen und irgendwie wird die Stimmung bedrückend. In der nächsten Folge von Jade Cocoon sehen wir die Gefangennahme.